Ja, Henk, Niederlage gegen Rumänien, was waren die Gründe? Also ich denke, was man heute von Anfang an gesehen hat, ist, dass die Abgeklärtheit und die Ruhe, die wir im ersten Spiel hatten, die war heute eigentlich überhaupt nicht da. Irgendwie von Anfang an war Stress, Hektik im Spiel. Wir haben eigentlich genau das Umgekehrte gemacht, als was wir wollten im Angriff, anstelle die Mitte auseinanderzuziehen und dann im Kreis oder die Räume hinter den Hauben zu nutzen, sind wir immer wieder alle in die Mitte gerannt und haben uns auch nicht wirklich getraut, aufs Tor zu gehen. Ja, ich denke, wir haben zu viele freie Chancen liegen lassen, auch am Anfang in der Deckung nicht konsequent genug, haben da Neagu im Zusammenspiel mit der Kreisläuferin zu viele Möglichkeiten gegeben, die Räume waren zu groß und ja, letztendlich hat uns da am Schluss vielleicht auch ein bisschen die Cleverness im Abschluss gefehlt. Das war erst am Ende, als das Spiel eigentlich verloren schien oder war, da haben wir Mut gehabt. Dann sind wir einmal zum Tor gegangen, haben auch hinten besser zugepackt und am Anfang haben die ja jede freie Chance bekommen, die sie wollten. Und vorne haben wir in der ersten Halbzeit einiges an Freien verworfen. Sonst wäre es enger gewesen oder sogar die Führung noch möglich gewesen. Aber auch da war von Anfang an die Hektik da. Auch in der Halbzeit haben wir gemerkt, die Ruhe und Zuversicht, die wir im Spiel gegen Norwegen hatten, war heute nicht da und haben auch nicht wirklich wieder reinbekommen. Und ich denke, das war der Grund für die Niederlage. Am Ende schien euch ein bisschen frei zu spielen. Was ist der Grund dafür, dass man dann vielleicht nach 50 Minuten so ein bisschen den Zugriff dann bekommt? Ja, wir haben uns natürlich vorgenommen, bis zur 60. Minute Gas zu geben und zu kämpfen. Und das haben wir somit getan, um uns da auch einfach nichts vorwerfen zu können. Rumänien war heute die deutlich bessere Mannschaft und somit haben sie da auch einfach verdient gewonnen. Danke dir.